Einen wunderschönen Was geht ab? Mein Name ist die Doppel-CD und willkommen zu einem neuen Mega-Aquarium-Video. Ich habe hier gerade nochmal reingestarrt und wirklich jetzt das erste Mal so richtig registriert, dass mein Aquarium zum jetzigen Zeitpunkt quasi cyanofrei ist. Es ist wirklich krass. Also ich dosiere kein PO4 mehr, ich dosiere keinen Stickstoff mehr und zusätzlich ja, wie gesagt, meine Spurenmetalle. Ich habe immer Spurenelemente gesagt, aber um genau zu sein, hat mich Jörg nochmal darauf hingewiesen, sind es Spurenmetalle. Also nicht alle Spurenelemente sind auch gleichzeitig Spurenmetalle. Die dosiere ich zusätzlich und seitdem ist es wirklich krass, was in diesem Becken passiert ist. Also erstmal habe ich ja fast keinen Bodengrund mehr drin. Klar, ich habe noch Bodengrund, aber der bedeckt halt so gerade die Bodenscheibe, so dass es noch okay aussieht. Ich glaube, ich werde es auch lassen, aber ihr könnt sehen, hier sind zwar noch so leichte rote Belege. Um ehrlich zu sein, würde ich das hier unten wahrscheinlich noch als Cyanobeleg durchgehen lassen, aber so beim Rest, boah, ist schon sehr, sehr clean geworden. Also da muss ich auf jeden Fall mal Props an Jörg da lassen. Es hat sich wirklich extrem viel geändert, seitdem er mir gesagt hat, was ich eigentlich verändern soll. Aufs Becken werden wir aber gleich noch spezieller eingehen. Heute wird es richtig toxisch, Freunde, und deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal, bitte macht das nicht nach, was ich gleich machen werde. Hier unterm Aquarium ist ja im Prinzip mein Serverraum. Also ich habe hier meinen GHL-Computer und die ganzen Dosieranlagen und halt eben auch den KH-Director. Und der KH-Director, der misst ja regelmäßig meine Carbonathärte, bei mir aktuell 6-mal am Tag. Und je nachdem, was dabei rumkommt, passt er halt eben die Dosierung der Carbonathärte an. Um diesen Test durchzuführen, braucht er allerdings eine Flüssigkeit. Das ist diese KH-Director-Reagenz hier. Und die ist tatsächlich relativ teuer. Also die kostet online gerade, glaube ich, 35,95 oder 36,95, glaube knapp 37 Euro ohne Versand. Und ihr wisst ja, dass es mittlerweile das süß und salzig Discord-Forum gibt und da hat jemand die Formel reingepostet, aus was das da eigentlich besteht. Das ist nämlich eine Salzsäure-Lösung. Also Achtung, sehr toxisch, sehr gefährlich, kann auch wirklich ohne Scheiß sehr gefährlich werden. Das ist nicht so, was man mal eben so sagt, sondern das Ding kann im schlimmsten Fall sogar wirklich tödlich enden. Also wenn man damit rumhantiert, muss man auf jeden Fall gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen und sorry an der Stelle an GHL, dass ich das jetzt hier so veröffentliche. GHL ist ja auch hier mein Sponsor und so weiter. Die haben mir das Ganze zur Verfügung gestellt und die werden es wahrscheinlich nicht so sehr feiern, dass ich jetzt zeigen werde, wie günstig man so etwas eigentlich selber herstellen kann. Aber ich gehe mal davon aus, weil das wirklich eine gefährliche Sache ist, dass das nicht so viele von euch nachmachen werden. Und man hat natürlich mit so ein, zwei gewissen Nachteilen zu kämpfen, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Achso, und bevor ich es vergesse, wo ich gerade das Süß- und Salzig-Forum angesprochen habe, es gibt mittlerweile auch ein Süß- und Salzig-Podcast. Zusammen mit Jonas Stratmann machen wir jetzt einmal die Woche freitags einen Aquaristik-Podcast. Allerdings aktuell auch noch sehr allgemein gehalten. Also wir fangen jetzt nicht an, hier nur über PO4, NO3-Werte und so weiter zu sprechen. Die erste Folge, die jetzt schon online ist, also die ist unten in der Beschreibung verlinkt, gehen wir auch nochmal darauf ein, dass die Aquaristik aktuell ja sehr in der Kritik steht und warum und wie und weshalb. Und wir sind da wirklich von Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und haben über alle möglichen Themen in anderthalb Stunden gesprochen. Schaut es euch gerne bzw. hört es euch gerne an. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Aber jetzt, Freunde, habe ich wirklich hoffentlich alle Vorkehrungen getroffen, damit ich mich hier nicht selber irgendwie vergase. Ich bin nämlich in der Regel immer sehr unvorsichtig, aber jetzt wird es ernst, Freunde. Ich habe mir gefühlt alles an Schutzkleidung geholt, was man sich so holen kann. Ich glaube, es gibt noch eine Vollmaske, aber wollen wir es mal nicht übertreiben, denn ich werde das Ganze jetzt auch draußen machen, damit die Luft sich nicht jetzt hier irgendwie sammeln mit den Katzen und generell habe ich auch viel gelesen, dass man schauen soll, von wo der Wind kommt, wenn man das draußen macht und so. Deswegen, ich werde mir zur Sicherheit jetzt erstmal hier so eine Gasmaske anziehen und wir checken das jetzt mal. Okay, also folgendermaßen, womit fange ich an? Erstmal muss ich checken, wie man sich hier so eine Gasmaske anzieht. Die ist tatsächlich sogar auf Chemikalien ausgelegt. Oh Gott, ihr könnt mich ja gar nicht mehr verstehen. Ist das normal, dass diese Dinger hier so rumballern? Und Freunde, das ist keine Show hier. Es steht wirklich auch auf den Produkten drauf, wenn man das einatmet, kann es wirklich auch noch eine Stunde danach irgendwie zum Atemstillstand führen. Ich komme mir sowas von Breaking Bad mäßig vor. So, jetzt auch noch eine Vollschutzbrille. Ich habe nicht mal meine klassische Brille genommen, sondern wirklich eine, die komplett hier mein Gesicht verschließt, also meine Augen und das drumherum. Und dann habe ich herausgefunden, man braucht anscheinend hier diese Nitrilhandschuhe. So, ach du meine Güte, was mache ich hier? Ist das eine gute Idee? Das wissen wir danach. Ich habe hier auf jeden Fall Osmosewasser und hier ist sie, die 37-prozentige chemisch reine Salzsäure. Ey, das sind so komische Nebengeräusche, wenn ich rede. Das vibriert hier richtig in diesem Filter, ne? Aber ich habe hier keinen Heuschnupfen. Also das hier darf nicht in die Augen kommen, das darf nicht in die Lunge kommen, also nicht dran riechen, das darf nicht auf die Haut kommen. Damit will man wirklich bestmöglich nichts zu tun haben. Ich ziehe mir jetzt erstmal meine Handschuhe an. Man kann erstaunlich gut hier durchatmen. Also ich werde es jetzt schon mal verraten, wir müssen 83,2 Milliliter Salzsäure jetzt irgendwie hinkriegen. Und ich habe keinen Bock, unter diesen Umständen jetzt irgendwie mit einer Spritze zu hantieren, glaube ich, oder? Nee, da müsste ich das zukünftig ja irgendwo reinschütten und dann mit der Spritze rausziehen und so. Das ist mir zu umständlich. Deswegen habe ich hier so einen kleinen 100 Milliliter Messbecher geholt. Wieso erkennt mich Face ID denn nicht? Hier ist nicht mal eine 85 Milliliter Angabe. Also das wird wirklich sehr, sehr grob. Ich glaube, ich pendel mich da mal selber irgendwie ein. Achso, und was ich jetzt online gelesen habe, was sehr wichtig sein soll, man soll niemals Wasser in Salzsäure reinkippen, beziehungsweise in Säure reinkippen, sondern immer Säure in Wasser. Weil es da zu extremen Hitzen kommen kann. Und
Und wenn das zum Beispiel jetzt hier Glas wäre, dann könnte das auch springen und explosionsartig sich irgendwie auswirken und so. Deswegen mache ich erstmal, weil wir wollen am Ende des Tages hier einen Liter drin haben aus dieser Mischung. Hier mache ich jetzt erstmal Osmosewasser rein. Das habe ich mir schon mal vorbereitet. Also das ist jetzt hier nicht irgendein ATI-Zeug, sondern das habe ich mir wirklich selber als Osmosewasser abgefüllt. Dann mache ich jetzt hier einfach schon mal 500 Milliliter rein. So, und jetzt brauchen wir hier diese 83 Milliliter von der Salzsäure. Angeblich qualmt das auch. Ja, es qualmt tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, aber ich werde das jetzt mal versuchen, nicht einzuatmen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht schlabber, ne? Das wäre halt natürlich super kacke. Okay, zumindest kann man es ganz gut rausschütten. Boah, es ist richtig am Qualmen. Boah, der Rauch kommt richtig in meine Richtung. Ah, aber ich habe ja Schutzkleidung an, ne? Ich habe echt richtig Respekt davor, obwohl ich Schutzkleidung anhabe, aber dass das hier so qualmt, lässt mich nicht gut fühlen. Okay, ich stelle es jetzt erstmal wieder weg. Leute haben im Forum wirklich geschrieben, Achtung, Windrichtung beachten. Also von wo kommt der Wind, damit es einem nicht ins Gesicht zieht. Also, wir sind jetzt hier bei 82. Da müsste noch ein bisschen was drauf. Ey, das qualmt richtig. Mü muss noch drauf. Mü. Das ist zu viel. Jetzt bin ich hier schon am Hin- und Herschütten. Das muss wieder ein bisschen rein. Das ist ja mega nervig. Eine Spritze wäre schon einfacher. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt einfach mal. Das wird schon passen. Wir können ja danach kalibrieren. Und das Zeug kommt jetzt hier ins Osmosewasser rein. Das sieht auf jeden Fall schon mal verrückt aus. Kann auch sein, dass das jetzt warm wird. Wobei bei der Menge bin ich mir unsicher. Und jetzt machen wir das auf 1 Liter voll. Also 83,2 Milliliter machen wir jetzt voll auf 1 Liter mit Osmosewasser. Also die Seite sagt jetzt, dass wir 1 Liter, aber die andere Seite sagt jetzt, dass wir unter 1 Liter. Also wem glaube ich denn jetzt? Hä? Das hier ist eingestanzt, das jetzt aufgeklebt. Ich glaube mal dem eingestanzten hier. Aber da sieht man schon, ne? Das sind halt keine Laborbedingungen hier, ne? So, jetzt habe ich einmal diese alte Reagenzflüssigkeitsbehälter hier. Die habe ich jetzt auch nochmal auf 1 Liter markiert und da werde ich das Ganze jetzt reinschütten, aber diesmal tatsächlich hier mit so einem kleinen Trichter. Ich habe auch genau geschaut, aus welchem Material hier diese einzelnen Behälter bestehen. Also aus PP besteht jetzt dieser Behälter. Da gibt es eine Liste online, was damit eigentlich mit Salzsäure klarkommt. So, also der Liter müsste jetzt hier drin sein. Dann mache ich das Ding jetzt hier einmal zu und jetzt ganz wichtig, das muss auch vernünftig geschüttelt werden. Ihr müsst wissen, ich bin ja auch übelst der Hypochonder, ne? Also ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich gerade noch keinen Nervenzusammenbruch bekomme, weil manchmal ist sowas echt schlimm, aber ich fühle mich durch die Schutzausrüstung eigentlich schon relativ gut. So, also das muss jetzt auf jeden Fall ordentlich geschüttelt werden. Ich muss mich so komisch anhören durch diese Vibrationen hier. Was vibriert denn hier eigentlich so? So, hiervon kommen jetzt wieder 100 Milliliter in diesen Behälter hier, in den Messbecher. Und das füllen wir jetzt wieder mit Osmosewasser auf 1 Liter auf. Also wir verdünnen es noch weiter. Und den Liter können wir jetzt direkt in den großen Kanister packen, denn das hier wird quasi das Endbehältnis sein. Hier passen 10 Liter rein. So, hier kommt auch wieder ein Trichter oben drauf und das Zeug kommt jetzt hier rein. So. Alles schön hier drin shaken. Und das Ganze wird jetzt wieder bis auf 10 Liter mit Osmosewasser aufgefüllt. Ich habe das Ganze hier markiert. Jetzt geht's ab. Da alles rein hier. Es ist wirklich, wirklich krass, wie extrem man diese Salzsäure verdünnt. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, hier kann doch gefühlt nichts mehr an Salzsäure drin sein. Und selbst das reicht schon hier für den KH-Director, um halt eben damit zu arbeiten. Das ist schon heftig. Ja, ich würde sagen, wir haben's. Das ist sie. Das ist die Lösung. Jetzt haben wir plötzlich 10 Liter Reagenz. 10 Liter. Normalerweise kauft man die hier in einem Liter und jetzt hat man plötzlich 10 davon. Face ID hat mich einfach erkannt. Krass. Das hier, dieser Liter, 37%ige chemisch reine, kostet 16,90 Euro. Es ist so gut wie nichts draußen, denn wir haben noch nicht mal 100 Milliliter hier rausgenommen und haben damit jetzt nicht 10 Liter gemacht, sondern auch noch 900 Milliliter übrig, mit denen wir mit 100 Milliliter davon jeweils nochmal 10 Liter machen können. Also man kauft sich das hier einmal und hat gefühlt sein Leben lang diese Salzsäuremischung. Und jetzt wisst ihr ungefähr, was ich meine mit, man bezahlt einmal 37 Euro oder man bezahlt einmal 17 Euro, muss natürlich die Schutzvorkehrungen treffen, also die Mundmaske, die Handschuhe, die Brille und so, aber dann hat man im Prinzip eine Flatrate. Also das ist schon krass. Und man muss natürlich vorsichtig sein. Und jetzt werden wir erstmal den kompletten GHL-Computer spülen lassen, reinigen und so weiter. Und dann werden wir den das Zeug hier mal reinziehen lassen und schauen, was das Ergebnis ist und dann kalibrieren. Und so, und der große Unterschied ist jetzt nicht nur, dass man viel Geld spart, sondern wenn das so günstig ist, dann fällt es einem natürlich auch viel leichter, noch häufiger Messungen am Tag zu machen. Meine Messungen finden, wie gesagt, 6-mal am Tag statt. Ich kenne aber Leute, die machen das auch 24-mal am Tag, also jede Stunde. Ich würde es jetzt vielleicht einfach mal auf 12-mal am Tag erhöhen, denn wie gesagt, es ist ja deutlich günstiger geworden. Das Einzige, was man dann natürlich häufiger machen muss, ist den Behälter zu leeren, weil es kommt ja immer wieder dann eine Suppe hier raus, die dann auch wieder irgendwie abgetragen werden muss, aber das geht schon. Ich habe hier so einen 10-Liter-Kanister, dann muss ich das halt vielleicht alle 2 Wochen
Wochen einmal machen oder so, anstatt einmal im Monat. Ja, der KH-Director testet nämlich gerade auch schon. Ich wollte nämlich, und das war ziemlich dumm von mir, ich wollte gerade nochmal Vergleichstestungen machen. Dafür habe ich jetzt hier die 7,5 kH-Referenzlösung. Und das wollte ich jetzt mal durchlaufen lassen, um zu checken, was jetzt aktuell der KH-Director misst. Denn ich habe den seit Anfang des Aquariums nicht mehr kalibriert. Ich habe mir immer die ICPs angeschaut und dann dementsprechend die angestrebte Carbonathärte angepasst. Also zum Beispiel aktuell läuft er auf Carbonathärte 8,2. Das bedeutet in Wahrheit aber 7,5 laut ICP. Man kann das auch prozentual verändern, aber ich fand das jetzt halt so einfach am einfachsten. Und ja, ich habe die da vorne reingestellt. Was mir aber nicht aufgefallen ist, hätte man auch drauf kommen können, aber wenn der hier steht, dann tropfen die Flüssigkeiten hier oben genau in meine Referenzflüssigkeit. Ja, und das ist passiert. Man sieht es tatsächlich hier am Rand noch. Da ist, glaube ich, KH oder Calcium, irgendwas ist da reingeflutscht und seitdem ergeben meine Testungen nicht mehr so viel Sinn. Ich bin da irgendwie so bei 12, 14 kH und so. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Hier ist einfach was reingekommen. Das heißt, ich lasse den jetzt nochmal das aktuelle Aquariumwasser testen. Und dann werde ich mich so Pi mal Daumen danach richten. Das passt ja auch. Ob die Carbonatzeit jetzt 7,5 oder 7,7 oder 7,3 ist oder so, das macht ja alles hier den Braten nicht fett. Aber die kann ich jetzt hier erstmal wegschmeißen. So, der KH-Director hat auf jeden Fall jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander 8,4 gemessen. Das bedeutet bei mir 7,7. Und jetzt tausche ich mal die KH-Flüssigkeit und bin gespannt, was mit der neuen Flüssigkeit rauskommt. Also hier sieht man auch nochmal ganz klar, ne, der PVC-Schlauch hier, der ist wirklich in dem Bereich, wo er in der Säure war. Und ihr wisst ja, wie krass verdünnt die jetzt eigentlich ist, ist der trotzdem komplett trüb geworden. So, ich muss zugeben, seit der letzten Aufnahme ist ziemlich viel Zeit vergangen, denn es hat überhaupt nicht funktioniert. Der GRL-Computer ist beim Test die ganze Zeit durchgelaufen und hat es nicht geschafft, durch diese Titration dann den pH-Wert, ich glaube, soweit runterzukriegen. Ja, klar. Er nimmt sich eine Wasserprobe aus dem Aquarium und packt dann da immer diese Salzsäure dazu, die natürlich dafür sorgt, dass der pH-Wert immer weiter fällt, bis zu einem pH-Wert von, ich glaube, 4,5 oder irgendwie sowas um den Dreh. Er hat es halt nicht geschafft, mit dieser Lösung den pH-Wert so weit runterzudrücken. Man kann das auch in der App sehen, wie der pH-Wert gerade ist. Was im Endeffekt ja bedeutet, dass die Lösung, die ich gemacht habe, nicht salzsäurehaltig genug ist. Also zu wenig Säure ist da drin. Er bekommt das Wasser nicht pH-technisch runtergedrückt. Dann bin ich nochmal ins Discord-Forum gegangen, habe nochmal nachgefragt. Und anscheinend hat da jemand einen Fehler gemacht. Und zwar brauche ich nicht 0,01 Mol, sondern 0,1 Mol. Das heißt, ich habe einen Schritt zu weit verdünnt. Wir haben ja schon die 37%ige Salzlösung gezehntelt, dann nochmal gezehntelt und dann nochmal gezehntelt. Und das letzte Zehnteln sozusagen, das hätte man sich sparen können. Das heißt, ich habe jetzt hier 0,1 Mol Salzsäure drin und jetzt läuft es wie am Schnürchen. Und guckt es euch an, ich habe sogar hier in diesem ATI 10 Liter Container drin. Vorher hatte ich ja nur diesen Liter. Das heißt, es hält jetzt 10-mal so lang. Also wird es nicht, weil ich mache jetzt gerade alle 2 Stunden einen Test. Und ich habe jetzt schon herausgefunden, wie besser man dann den KH-Wert wirklich stabilisieren kann. Also es ist wirklich krass, er schwankt gerade um höchstens 0,02. Ich muss nach wie vor nochmal die richtige Dosierung finden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann kriegt man das auch hin, dass er um höchstens 0,1 schwankt, der KH-Wert. Teilweise ist er sogar vorher in den turbulenten Phasen um 0,5 geschwankt. Das ist viel zu viel, finde ich. Aber jetzt bin ich ultra happy. Also nach wie vor, ich habe jetzt so viel Salzsäurelösung. Das ist wirklich krass. Das hält jetzt so lange. By the way, falls irgendwen interessiert, ich habe jetzt mittlerweile auch Fluor angeschlossen. Also Fluor wird auch regelmäßig täglich jetzt dosiert. Ich habe einfach geschaut, jetzt meine ICP vor einem Monat und meine aktuelle ICP, wie viel wurde verbraucht und habe das dann auf den Tag gerechnet, wie also umgerechnet pro Tag verbraucht wird und das wird jetzt dosiert. Dann habe ich, wie gesagt, hier hinten noch Jörgs Nutri Basic 2 Spurenelementversorgung und hinten noch Jod und ansonsten wird nur noch ganz normal KH und CH halt dosiert. Das ist aktuell auf jeden Fall der Plan. Jetzt kommen wir zu der Sache, die ich heute eigentlich machen wollte. Also klar, das wollte ich auch machen, aber der Hauptfokus war jetzt auch noch hier so ein kleiner Aufbau und zwar habe ich mir was gekauft und zwar ist das ein Akkudremel hiermit. Kann man nämlich im besten Fall, wenn man es gut macht, Korallen schneiden und ich möchte die ersten Ableger machen. Also jetzt nicht denken, dass ich verrückt geworden bin. Ich weiß natürlich, dass ich immer noch zu wenig Korallenmasse in meinem Aquarium habe, aber zum einen möchte ich es ausprobieren, zum anderen möchte ich das Ablegerbecken drüben ein bisschen mehr bestücken, damit da auch ein bisschen mehr Korallenmasse reinkommt, aber zum anderen vor allen Dingen habe ich eine sehr, sehr große grüne Gonio, die kennt ihr ja und die vernesselt halt links und rechts alles, obwohl die aber einen sehr schönen Standort hat und die ist so riesig, die würde ich einfach schon gerne mal so halbieren und aus der Hälfte dann einzelne kleine Stückchen machen und dafür habe ich jetzt halt diesen Dremel vorne mit dieser Scheibe. Diese Scheibe ist allerdings relativ klein, also damit wird es schwer, diese riesige Gonio zu trennen. Ich habe aber auch noch eine größere bestellt, aber ja, hier kann man das ganze Ding anstellen. Das dreht sich. Man hat hier noch verschiedene Stufen. Man kann hier bis auf 35.000 Umdrehungen hochgehen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich werde mich mal, glaube ich, so um die 20.000 oder ja, irgendwie sowas auf der Hälfte der Geschwindigkeit.
Da werde ich mich, glaube ich, einpendeln. Und ich habe noch so eine Station geholt. Denn das Problem ist, wenn man in der einen Seite die Koralle hält und in der anderen Seite den Dremel, dann ist man auf jeden Fall sehr instabil in beiden Händen irgendwie. Und dann ist es nicht so geil. Deswegen habe ich mir hier so eine Station geholt. Und hier kann ich das Teil reinschrauben. Einmal richtig festziehen. So. Und jetzt haben wir halt eine Station, wo der Dremel einfach drin eingespannt ist. Ich mache das Ding an. Das läuft. Und ich kann jetzt die Koralle einfach hier so dran halten. Oder eventuell sogar hochkant die hier so dran halten. Und das ist aktuell der Plan. Man könnte mit dieser Station sogar hier das so langsam irgendwie runterfahren, wenn man von oben irgendwelche Bohrungen machen will und so. Das brauche ich in dem Fall aber höchstwahrscheinlich erstmal nicht. Aber einfach, damit man eine gute Station hat, wo das Ganze stabil drin steht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Und was ich auch noch machen werde, ich habe hier 1 Liter Meerwasser aus dem Aquarium geholt. Das werde ich jetzt einmal hier in diesen Eimer reinkippen. Und dazu habe ich noch eine Lösung hier von diesem, ich glaube, es ist PVP-Jod. Hier steht Povidon-Jod, also es ist halt einfach Jod und Jod. In so einer Lösung kann halt so Schnittkanten schneller verheilen, beziehungsweise ist, glaube ich, antibakteriell und ja, sorgt halt dafür, dass, wie gesagt, die Schnittkanten besser verheilen. Und auch hier wurde mir im Forum gesagt, ihr merkt schon, ich habe einen großen Einfluss jetzt durchs Forum, 4 Milliliter in 1 Liter Lösung. Ich meine natürlich in 1 Liter Salzwasser. Oh Gott, das sieht ja mega crazy aus. Das ist ja Kunst, was hier passiert. So, wovor ich jetzt aber richtig Schiss habe, ist beim Schneiden alles zu versauen. Denn das Zeug kann halt wirklich in alle Ecken spritzen. Ich wollte es eigentlich draußen machen, aber draußen ist es so kalt. Ich habe jetzt hier unten noch so ein Stück von der alten Milka gefunden, die da unten liegt. Und ich würde sagen, als Teststück würde ich das jetzt erstmal hier rausholen. So, das Gute ist, ich kann die jetzt hier mit so einer Zange holen. Da muss ich mir wenigstens die Hände noch nicht nass machen. Aber ich werde mir jetzt auch erstmal wieder Handschuhe anziehen und vor allem diese Vollschutzbrille, weil Nesselgifte will man auf jeden Fall auch nicht im Auge haben. Ey, ganz ehrlich, hiermit kann ich doch auch tauchen gehen. Das Ding sitzt sowas von dicht. Okay, let's go. Ich mache das Ding an. Ich hoffe, das hält jetzt hier auch alles. Boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock. Boah, es qualmt und riecht ein bisschen komisch. Jetzt verstehe ich, warum bei diesen Bandsägen und so, warum es hier oben drauf tropft, immer auf die Koralle zur Kühlung. Denn das hat ja richtig gequalmt gerade. Und das, obwohl ich extra so eine Scheibe geholt habe mit so Löchern drin, dass die Hitze besser, also dass sie halt nicht so heiß wird wie bei einer Bremsscheibe. Aber viel gebracht scheint das nicht zu haben. Ich hole mal die große. Beziehungsweise ich habe auch noch eine ganz, ganz große vom Patrick hier. Die ist noch viel größer als die, die ich habe. Und ich habe gar nicht so viel Dreck gemacht. Man hat hier unten einen Streifen. Aber ich glaube, sobald ich gleich mit einer matschigen Gonni, wo wir wirklich richtig durchs Gewebe durchgehen, vorbei komme, dann ist hier, glaube ich, gleich wieder alles komplett im Sack. Ja, egal, ich komme eh nicht drum herum. Probieren wir es aus. Sie ist auch noch nicht ganz offen. Also es ist ein neuer Tag mittlerweile, weil es mit dem GHL-Computer so lange gedauert hat. Und wir haben auch relativ früh. Ich werde die jetzt hier rausholen. So, damit ich mir nicht wieder alle Ärmel nass mache, was sowieso passieren wird. Die darf echt nicht kaputt gehen, weil die ist echt so ein Herzstück hier von dem Aquarium in der Größe. Komm, geht zu, geht zu, geht zu. Boah, daraus kann man echt ziemlich, ziemlich viele Ableger machen. Aber das ist auch ganz gut. Dann haben wir echt eine große Masse im Ablegerbecken. Aber das Ding ist auch super, super matschig. Da ist so viel Fleisch dran. Boah, scheiße. Das wird was. Ich werde es alles im Gesicht hängen haben. Ich sehe es doch schon. Oh Mann, bist du ein Oschi. Scheiße. Wie fange ich denn am besten hier bei dir an? Ich glaube, ich probiere es einmal mittendurch. Ich meine, es ist eben heiß geworden. Heißt das, ich sollte eigentlich eher lieber langsamer machen? Aber langsamer könnte auch bedeuten, dass ich nicht gut durchkomme. Ne? Ich mache mal Mühe langsamer. Ich krieg alles voll die Fresse. Scheiße. Nehme ich den doch besser hochkant, so. Und dann einmal drehen, oder? Ist wahrscheinlich besser, als wenn ich alles in die Fresse kriege. Aber dann geht's halt in alle Richtungen hier, ne? Es kann doch nicht wahr sein, dass das so kompliziert ist. Ich glaube, man braucht einfach so eine Bandsäge. Aber die sind irgendwie überall ausverkauft und auch übertrieben teuer. Gut, dass ich immer so viel Pappmüll habe. Aber das kann doch dauerhaft nicht die Lösung sein hier, oder? Okay, auf ein neues. Boah, das ging aber gut durch. Aber warum geht's noch nicht auf hier? Hä, wo ist denn noch was? Okay, aber hier sieht man jetzt wirklich, warum ich PVP-Jod brauche. Das ist wirklich ein riesiger Matschhaufen jetzt, ne? Okay, rein ins Jod und weiter geht's. Auf jeden Fall geht's jetzt ganz gut mit dem Schneiden an sich. Ich mache jetzt mal noch kleinere Stücke. Wasser. Ist das eine schleimige Angelegenheit, wirklich. So, das war doch ganz schön. Das hat mir gut gefallen. Müssen wir nochmal hier einmal quer durch und dann würde ich sagen, packe ich den Rest wieder ins Aquarium, glaube ich. Irgendwie brennt das hier alles tatsächlich. Man merkt das richtig krass. Ich hoffe, es wird nicht zu doll und ich kriege danach einen richtigen Ausschlag oder so. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Stein ab. Boah, da habe ich jetzt auf jeden Fall einige Stücke gemacht. Und das hier kommt wieder zurück ins Aquarium. Aber erstmal auch hier
PVP-Jod drauf und ich glaube, das sollte passen, aber es ist wirklich eine wahnsinnige Sauerei. Also wirklich komplett bis in die letzte Ecke hinten. Zum Glück habe ich hier noch den Karton hingepackt. Also hier auf der Seite ist alles voll inklusive mir und es ist richtig am Brennen. Also da muss auf Dauer, glaube ich, muss da so eine Bandsäge her, wenn man sowas öfter machen will. Also wenn man wirklich eine Zucht hat, dann kann man nicht ständig im Dremel arbeiten. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass eine Goniopora, wie gesagt, Goniopora, Alveopora, das sind wirklich die schlimmsten Korallen, glaube ich, zum Schneiden. So eine kleine Schelle ist, das kann man mal machen. Oder vor allem bei einer Euphi oder bei einer Milka halt eben, wo man nur kurze kleine Ärmchen oder so, halt so Köpfe abschneidet, da geht das ja auch. Ja, hier ist auf jeden Fall jetzt alles versaut. So, ich habe jetzt hier noch so ein großes Fragboard übrig. Ich werde die jetzt und zwar mit der Heißklebepistole auf die Plugs aufkleben. Ich suche mir als erstes jetzt hier mal die kleine Milka raus. So, und jetzt wird das hier mal gedippt, beziehungsweise entdippt. Ich glaube, ich hole den ganzen Rest jetzt aber auch schon mal hier raus. Ich glaube, das sollte desinfizierend genug gewesen sein. Boah, das sieht aber auch perfekt aus, ne? So, jetzt mache ich mir hier so einen kleinen Pfropfen Kleber drauf. Boah, Alter, übertreib. Junge, der hat ja richtig Bock. Und Gonio, die ist aber echt groß immer noch, kommt oben drauf. Zack, nochmal kurz ins Wasser und das Ding hält. Und dann kann ich es hier reinstellen und fertig ist die Kiste. Und das wird jetzt hier die Fließbandarbeit quasi. Ist aber schon auch ziemlich cool. Einmal kurz abkühlen, und ready ist die Geschichte. Das Einzige, was ein bisschen nervt, sind diese Fäden vom Heißkleber. Bleh, da ist ein bisschen viel Schleim dran. Ey, guckt euch das mal an, wie viele Ableger wir schon haben. Jetzt haben wir noch zwei große. Ich werde auf jeden Fall Korallenmillionär. Boah, es riecht am Qualm hier. Die hat richtig Bock. Und damit habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stück daraus gemacht. Das ist verrückt. Und jetzt komme ich hier mit diesem riesen Fragboard an und habe hier meine Ableger, aber überall sind noch diese kleinen Fäden, die nerven mich ein bisschen. Ich habe ja noch so eine kleine Euphi, weil hier so eine Euphi, was ist das, eine Golden Nugget oder so, die hat bei mir einfach Köpfe abgeworfen. Hier unten sitzt auf dem Boden auch noch einer. Und deswegen ist es wirklich sinnvoll, wenn man hier so einen Steg hat, weil man hat einfach eine richtig, richtig nützliche Ablagefläche. Also das ist richtig gut, dass das hier kein Poolbecken ist. Oh, hier haben wir mein riesen Muttertier. Wo kommt denn das hin? Das setze ich nach ganz vorne. Bäm. Junge. Was ein Gerät. Alter, hier geht's ja richtig ab jetzt. Ich setze die Kleinen nach vorne, so. Schön. So gefällt mir das. Aber auch meine Forest Fire, ne, die drüben richtig, richtig gut steht, die will hier nicht so richtig. Die sah auch mal kurz richtig gut aus und jetzt auf einmal sieht sie wieder richtig schlecht aus. Also es kann ja eigentlich nur entweder Licht oder Strömung sein, wobei Licht auch total gleich ist. Ich weiß zwar jetzt den Paarwert nicht. Es muss irgendwie an der Strömung hängen. Es sind ja die gleichen Wasserwerte an sich, ne? Das ist schon verrückt. So, ich glaube, ich werde noch ein paar Ableger machen von irgendwelchen Sachen, die bei mir noch rumfliegen oder irgendwie zu viel geworden sind oder einfach nur, damit ich sie als Ableger hier drin habe. Wie gesagt, damit hier ein bisschen mehr Korallenmasse reinkommt. Deswegen werde ich sagen, mache ich nochmal einen. Zack, ist dieses Rack hier im Prinzip eigentlich schon komplett voll. Also da hinten ist sogar jetzt so eine kleine Euphi und so. Wenn das alles mal aufgeht, könnte es sogar sein, dass sie sich untereinander schon berühren. Also hier sind schon mehr oder weniger die Ressourcen ausgeschöpft. Ich habe jetzt hier diese großen Steine mit reingenommen. Bei Tieren, die quasi jetzt so Muttertiere werden sollen. Also die sich jetzt wirklich dann flächig, groß und wahrscheinlich auch relativ schnell dann ausbreiten. Also hier sind so ein paar Zoas und so, die halt einfach super schnell wachsen. Aber das sieht doch schon viel, ohne dass sie geöffnet sind, jetzt schon viel, viel bunter aus. Ich bin richtig gespannt, wie es aussieht, wenn die mal offen sind. Sollen wir dann nochmal so einen Übergang machen? Können wir eigentlich machen, ne? So, ich glaube, offener werden sie heute tatsächlich jetzt am ersten Tag, die ersten Stunden danach nicht mehr. Ich kann mal hier noch eine Folie, ja, wobei, ich glaube, mit Folie sieht das schon tatsächlich ein bisschen besser aus, ne? Ich wollte noch dazu sagen, die Salzsäure, die ich heute für den GHL Director angemischt habe, dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung für den KH Keeper. Also, schaut da mal gerne rein, ich verlinke euch sogar mal direkt den Forumbeitrag. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild und den zerfleddelten Korallen, die aber hoffentlich in 1-2 Wochen richtig gut aussehen werden, richtig offen sein werden, wahrscheinlich schon hoffentlich die nächsten Tage, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Take this auf jeden Fall easy, nehmt das Leben nicht zu ernst und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Checkt den Podcast aus und den easy.aquarium Instagram und abonniert diesen Kanal hier. Tschüss!